Moin vom Güllefahren. Ich darf heute ein bisschen Zubringerfass bei Stefan Vogelsang fahren. Und zwar bringen wir hier heute die Gülle in Striptill direkt in die Gerstenstoppeln aus. Mit Autopath, Autotrack und Harvest Lab. Also mehr Precision Farming geht eigentlich nicht. Stefan, erzähl mir mehr davon. Wenn wir Mais anbauen, dann setzen wir voll auf das Striptill-Verfahren, weil wir da die höchste Wasser- und Nährstoffeffizienz haben. Und damit das Verfahren erfolgreich funktioniert, müssen wir extrem genau arbeiten. Und dazu nutzen wir einen zweiten Anbau Geräteempfänger, damit alle nachfolgenden Arbeiten genau diesen Spuren folgen kann. So können wir auf Glyphosat verzichten, wir können den Mais damit legen, wir können Stiegeln hacken, spritzen und alles damit machen. Ja, gerade jetzt, wo es immer trockener wird und wir dafür sorgen müssen, dass unsere Nährstoffe viel effizienter auch an der Pflanzenwurzel ankommen und zusätzlich noch viele Pflanzenschutzmittel wie eben Glyphosat eventuell die Zulassung verlieren, umso präziser müssen wir im Ackerbau werden. Das Gülleband ist gelegt, damit sind also die Nährstoffe für die nächste Kultur im Boden. Das ist eben der Mais und das Maiskorn soll genau auf dem Gülleband platziert werden, damit er eben auch infolgedessen die Nährstoffe gut aufnehmen kann. Genau, der zweite Starfire-Empfänger hinten auf dem Anbaugerät, der zeichnet exakt die Position des Güllebandes im Feld auf, zusammen mit der Nährstoffkonzentration der Gülle. Und diese Daten haben wir jetzt zusammen im John Deere Operations Center. Und dort können wir die Autopath-Spuren generieren und schicken die direkt auf den Trecker mit der Maislegemaschine. Auch hier nutzen wir wieder einen zweiten Anbaugeräteempfänger mit RTK-Genauigkeit. Und das Besondere an diesem System ist einfach, dass wir gerade in Konturen auch genau wirklich immer treffen können. Und dann hat das Striptill-Verfahren auch Vorteile. Genau, weil der Trecker ja einfach noch einen kleinen Versatz hat, gerade wenn man Konturen abfährt im Vergleich zu dem Anbaugerät. So kann das jetzt über den Verschieberahmen unten aktiv gelenkt werden. Ihr habt da jetzt sicherlich noch eine Menge Fragen zu. Und wenn euch das Thema interessiert, dann sehen wir uns am Sonntag oder Montag auf der Agritechnika auf dem John Deere Stand. Ja, ich bin einen Tag später da und beantworte dann auch gerne eure Fragen zum Thema Precision Farming.